In der letzten Folge von Stairs? Warum? Warum müssen alle Frauen, mit denen ich zu tun habe, sich selbst umbringen? Oder nicht existieren? und so geht's weiter. Das Spiel geht ja doch ziemlich lange, was? Also, da kann man schon so ein paar Parts raushauen. Ich weiß gar nicht, wo wir... Okay, hey! Vaters Love haben wir in der Errungenschaft freigeschaltet. Vaters Liebe? Ja, natürlich, die eine da, wo wir es verbuggt haben und wo die dann irgendwie was, die sich erhängt. Wegen mir wahrscheinlich. Oh Mann, warum erhängen sich Frauen immer? Ich mag das nicht. Immer wenn ich ihnen sage, hey, lass doch mal zusammen abhängen, läuft es auf das hier hinaus. Oh Gott, das war ein schlechter Wortwitz, was? Aber muss nicht machen, steht im Skript. Alles klar. So. Dann schauen wir uns mal an, ne? Was wir hier unten so sehen. Ich denke mal, ich muss hier rein, ne? Alles klar. Hallöchen. Oh nein, ich hasse solche Minenschächte oder so. Was zum Teufel? Na gut, ist eine Fabrik. Ist eigentlich logisch, dass sich sowas hier befindet. Na, dann schauen wir mal, was uns da unten erwartet, was? Ich stürze gleich ab, oder? Zu viel Käse-Sahne-Törtchen, oder? Ich krieg langsam Platzangst. Da ist der Ausgang. Schnell. Der hat sich was notiert. Was hast du dir notiert? Eine alte Mine oder sowas? Was ist dieser Ort? Ist das eine Verbindung zur Fabrik? Na, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat der Vater hier... Na? Minecraft gespielt. Weißt du, weil sein Rechner vielleicht zu schlecht war. Hey, ich bin Detective oder Journalist. Ich muss eins und eins zusammenzählen, Leute. Ich muss abstrakt denken. Wir haben eine Batterie. Nice! We spent days trying to dig out the gate after it collapsed. Food has run out. We decided to explore an old mine, but the entrance collapsed behind us. We have no choice but to go deeper into the mine if we want to get out. Oh, okay. Wir müssen also tief in die Mine, um rauszukommen. Aber was, wenn es keinen zweiten Ausgang gibt? Wo ist der? Nee, egal. Können nicht alle so klug sein wie ich. Kann ich das fotografieren? Nein? Okay. Uah. Guck mal, da zitter ich vor Aufregung. Okay. Tiefe, dunkle Schächte. So finster wie die Nächte. Ich schreite hier durch die Gegend. Ein Bein und das zweite hinterher bewegend. Ich hoffe drauf, dass sich nichts Böses mir nähert. Wie zum Beispiel ein Bär. Hier runter? Ach nee, das ist Wasser, ne? Ist es Wasser? Okay, wir müssen irgendwie einen anderen Weg finden, um da reinzukommen. Ah, warte mal, Notiz. There is another elevator on the other side of the mine. It might lead to the surface. If we can just get rid of the water, we'll be as good as free. The door into the pump room is locked, though. There must be a way to get inside. Na klar, wissen wir schon. Alter, wie wir klingen, ne? So, there is a way out. Ey, soll ich gleich auch so reden, was? Hallo, ich wäre die perfekte Übersetzung für ihn. Hey, liebe dir Game Maker. I have the perfectly speaking for his overspeaking. halt die Klippe und beweg dich jetzt weiter durch die Minenschächte. Oh nein. Gib nicht auf. Was ist. Oh, wenn ich das hier schon sehe, habe ich so keinen Bock drauf, ne? Ja, wir müssen einfach geradeaus durch. Und da unten hin, oder? Zum Dynamit. Ja, zum Dynamit müssen wir. Einfach geradeaus durch. Oder immer rechts halten. Und ich gehe mal diesen Weg hier. Und, oh, guck mal, hier haben wir einen kleinen Geheimgang. Ergibt Sinn. Ja, jetzt gehe ich hier und dann geradeaus ist verdammt nochmal zugeschüttet. Warte mal. Dann muss ich zurück und links lang. Oder ein weiter. Zwei zurück und dann nach links. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ist auch zugeschüttet. Oh nein. Dann bewege ich auch zugeschüttet. Oh nein. Dann geh ich halt durch. Was ist das? Ich bin nicht alleine hier unten. Was ist das für eine Kreatur? Das war ein nacktes Ding und es lief ziemlich eigenartig. Und es hat mir Pizzastückchen liegen lassen. Oh mein Gott. Noch eine Notiz. I know this place is old. Many have died here before. Children have died here. Also viele haben hier eine Diät gemacht und Kinder haben hier auch eine Diät gemacht. Oh fuck, was ist das hier für ein Lager? War das etwa wie früher, als mir gesagt wurde, hey, du kommst in ein Fußballcamp und dann war das ein Diätcamp. So. Das war nur mein Magen, ich hab Hunger.
Oh mein Gott. Es ist das. Wir merken uns auf jeden Fall den Weg. Nein, ich gehe da nicht weiter lang. Wir müssen hier lang. Wir müssen hier lang. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier lang müssen. Und da guck mal, wir sind jetzt hier. Jetzt müssen wir, oder wenn ich da drauf gucke, dann nach rechts und nach hinten. Da, guck mal hier. Sprenggemenge, ne? Sprenggemenge, das heißt hier Sprengmenge. Dynamit. So. Oh, Sprenggemenge, ja. Super. Gut. Dann holen wir uns jetzt mal das Dynamit. Ist hier das Dynamit drin? Nein? Soll ich vielleicht fotografieren? Hätte ich ihn fotografieren müssen. Warte mal. Was sagt mein Journal, was ich fotografieren soll? Als ob, ey. Ach so, den Fahrstuhl soll ich fotografieren. Das Käsestück soll ich fotografieren. Den Abgrund soll ich fotografieren. Das soll ich fotografieren. Oh, scheiße. Ich habe schon verkackt. Dankeschön. So muss ich nicht jedes einzelne Ding öffnen, was? F1. What? Oh mein Gott. Nein. F2? F3? Ich kann die Texturen wegmachen. Das ist ja lustig. Nicht, dass ich jetzt auch so sehen, die Aufnahme stoppe und streame oder so. Was ist das? Das ist ja verrückt. Das ist ja verrückt. Das ist ja verrückt. Ja, so wird's bestimmt gruselig. Sehe ich jetzt vielleicht das Monster irgendwie da so rumstehen? Vielleicht irgendwo? Nein, komm, das ist Cheaten, oder? Wir könnten natürlich den ganzen Schatten wegmachen. Sieht aus wie Penumbra. Oh, scheiß auf Texturen, was? Mein Rechner ist so schlecht, wir müssen leider so spielen, das Spiel. Ne, mein Rechner ist so schlecht, wir müssen so spielen. Ich beruhig mich ja schon. Ich beruhig mich ja schon. Sprengemenge. Ah. F1. F1, ne, muss es sein. F1. Oh Gott, gibt's irgendwie noch mehr Hinweise? Da ist auf jeden Fall ein F, da ist eine 1, bam, geregelt. Aha, ein Hinweis. A gleich 2, B gleich 1. Okay, A gleich 2. It's too heavy to lift it. Are you very serious, you idiot? Was zum Teufel? It's too heavy to lift it. Yo, okay. Dann B1, warte mal, B1. B1, zack. Oh nein, hier D1 und E2. D1 und gleich E2. D1, E2, D1, E2. D, D1. Hier D1, E2, F1, E3. Jetzt müssen wir das nur noch irgendwie drehen. Oder hatten wir das C schon? Ne, wir hatten das C noch nicht, ne? Huh. C4. Ha! Alles klar. Geregelt. C4. Aber natürlich wird das erste jetzt einmal. C ist gleich 4. Da, komm, dreh und... Ja, aber das Ding ist zu schwer, sagt er. Hier muss das F auch getauscht werden, weil E muss überall eine 2 haben. Und so hat E überall eine 2, alles klar. D1. C hatte 4. Hier hat es aber keine 4. Das heißt, hier muss eine andere 1 hin. Versteht ihr mich? Ja, diese 1 da. Oh, logisch. Ich denke logisch und es funktioniert. Oh? Kurz checken, ist da ein Monster? Anscheinend nicht. Okay. Ey, es hat mir selber F1 gesagt, ne? Sonst wollte, dass ich das rausfinde. Perfekt. Dynamit. Habe ich gerade Dynamit gesagt? Dönerfleisch. Dynamit. Na gut, gehen wir jetzt mal zurück. Die Frage ist nur, wohin muss ich mit diesem Dynamit? Oh, ach so, das hier sieht nicht stabil aus. Oh, und ich renne hier durch wie... Alles klar, gut, er weiß auch schon, dass wir ein bisschen mehr wiegen. Na, was haben wir hier? Pushed Beth down one of the holes. Right through the false floor. She was just slowing us down. Alter, der hat sie einfach weggeschubst, Mann, einfach... Gott, der ist überhaupt kein Teamspieler, Mann. Der ist überhaupt kein Teamspieler. Klar, die Brücken-App habe ich mir gestern erst geholt. Au! Schön langsam. Ich werde bestimmt gleich verfolgt. Und dann muss ich hier schön langsam durchrennen. Und dann wird das Monster aber in das Loch reinfallen. Ja, so wird's aussehen. Ah, was wackelt da so? Hör auf, aufgeregt zu sein. Ich bin genauso aufgeregt wie du. Ah. Einfach mal fotografieren. Kann ja sein, ne? Die haben versucht, sich hier durchzubuddeln, aber leider sind sie nicht weit gekommen. Gut, dann muss ich nochmal zurück. Okay, jetzt müssten wir hier einmal durch und dann müssten wir da irgendwie gleich da sein. Und außerdem habe ich gerade die ganze Zeit Panik, dass dieser nackte Mann plötzlich auf mich zurennt. Das ist bestimmt einer von den Leuten, die sich hier verlaufen haben und so, weißt du? Und sich gegenseitig gefressen haben. Naja, wir haben ja Zeit für, ne? Wir haben ja total Zeit für... Pumpe? Da ist die Pumpe. Super. Da ist ein Notizzettel. It's cold and lonely. I hate my friends.
It's all their fault. I never wanted to come to this fucking place. Oh Mann, aber zum Glück hat es den Stift dabei, ne? Sonst hättest du nicht solche dramatischen Notizen schreiben können. Okay, ich glaube, wir müssen hier rein. Hallo! Oh, ich habe da was aufgehoben, alles klar. Hier haben wir die Pumpe jetzt aktiviert, sehr schön. Das Wasser wird jetzt abgepumpt, aber ich glaube nicht das ganze Wasser, was? Okay. Da. Ich lass dich jetzt allein, Pumpe, ja? Alles klar, pump mal alleine weiter. So, da würde ich sagen, auf geht's zurück, ne? Oh nein, es stürzt ein! Wir müssen uns beeilen! Oh Scheiße, selbst die Höhle hat ihm gesagt, dass er zugelegt hat und stürzt jetzt vielleicht ein. Wird er es schaffen mit der nächsten Folge? Ich weiß es echt nicht. Aber schalt mal ein.